Liebe Freunde, erstens ein großes Dankeschön. Danke für alles, was ihr den europäischen Mitte-Rechtsparteien in diesen schwierigen Jahren voller Krisen gegeben habt. Wenn mich jemand fragen würde, auf wen ich wirklich zählen konnte bei unseren Bemühungen, den hohen Standard unseres öffentlichen Lebens aufrechtzuerhalten, dann würde ich ohne zu zögern auf die CDU verweisen. Es ist in hohem Maße euch zu verdanken, dass Freiheit, Ehrlichkeit, Transparenz, Wahrheit und Vernunft nicht verloren haben im Kampf mit autoritären Tendenzen, mit Korruption, Lüge und Populismus. Eure Art zu regieren war ein Segen nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, für eure östlichen Nachbarn und als Pole weiß ich, wovon ich sprach, für die Länder des Balkans und ihren Traum von Europa und für die Ukrainer in ihrem Kampf mit der Aggression, um nur einige Beispiele zu nennen. Wenn wir alle also unseren Glauben nicht verloren haben, dass das vereinte Europa eine Zukunft hat und unsere Werte einen Sinn haben, dann ist das auch ein Ergebnis eurer Konsequenz, eurer Geduld und ganz einfach eurer Anständigkeit. Und wenn man über eine Partei sagen kann, dass sie anständig ist, dann ist das das größte Kompliment, das ich mir vorstellen kann. Danke auch für die erstklassige politische Führung in einem dramatischen Moment unserer Geschichte. Die Pandemie, der Brexit, die Spannungen innerhalb der EU und die Chaos jenseits des Atlantik wurden zusammengenommen zu einer extrem schwierigen Prüfung für Geduld, Effizienz und Verantwortung. Und die Last dieser Verantwortung ruhte in den letzten Monaten auf drei herausragenden Frauen: Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen. Und das sage ich im Namen der gesamten Europäischen Volkspartei. Ich bin voller Bewunderung für das, was ihr geleistet und erreicht habt. Und zweitens, ein Appell. Ich appelliere an eure Standhaftigkeit in unserem gemeinsamen Kampf um die freiheitliche Demokratie. Auch in unseren eigenen Reihen. Wie ich schon gesagt habe, alle schätzen eure Geduld. Aber bei der Verteidigung unserer gemeinsamen Werte kommen jetzt harte Entscheidungen auf uns zu. Ein klarer Standpunkt eurerseits wird dabei den Ausschlag geben und daher Gold wert sein. Ich bin sicher, dass ihr uns auch hier nicht enttäuscht. Danke. Ja.